Wir haben grossen Mütter zusammen, oder? Gibt ja bald keine mehr. Ja, früher hätten wir alle noch etwas sagen können. Das mit den Bohrenköpfen, das darfst du nicht mehr. Ja, wir haben keine kleinen Leute mit Bern oben. Wir haben die Sauer rein. Jeder Fahrt läuft, macht was er will. Ja, ja, oder Frauen, die man heute hat. Ja, früher hatten wir als Bern noch Leute gehabt. Männer mit Schneuz, oder? Und heute hat es noch ein paar Weiber da. Seid ihr mal von Europa gekuscht? Ja, du musst schauen, bei 10 Jahren ist Koppertel in Bamil oder ein Asylant in Toferet als Bundesrat. Aber ja, ja, mit dem Kopftüchel, oder was? Wir können aber hören mit dem Theater. Ja, was die vier Herren erzählt haben, stimmt natürlich nicht. Die haben ein bisschen Theater gespielt. Die SVP steht heute natürlich ganz auf anderen Füssen. Wir haben im Kanton Luzern 3000 Mitglieder aus allen Berufsschichten. Das ist ja das, was die SVP stark macht, sie politisiert für den Mittelstand. Zu unserem Zusammenleben gehört die Tradition der freien Rede, wo man sich am Stammtisch trifft, sich austauscht und sagen kann, was man denkt. Als echte Volkspartei steht die SVP zu diesen Werten. Sie ist stolz, von unterschiedlichsten Menschen getragen zu werden. Die SVP steht für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, die unseren KMU nicht nur die Luft zum Schnaufen zuschnürt, damit sie investieren, Arbeitsplätze sichern und Lehrlinge ausbilden können. Die Grundlagen für erfolgreiches Unternehmertum sind die liberale Rechtsordnung und Stabilität, aber auch bezahlbare Energiepreise und eine intakte Infrastruktur. Das alles sind Voraussetzungen, auf die Gewerbetreibende mit Angela Leuthold und ihrem Betrieb angewiesen sind. Damit diese Erfolgssäulen nicht gebrochen werden, engagiert sie sich in ihrer raren Freizeit in der SVP, als Präsidentin der Kantonalpartei, aber auch in ihrer Wohngemeinde, so wie hunderte andere Luzernerinnen und Luzerner auch. Die Wirtschaft setzt sich aus unterschiedlichsten Playern zusammen, die sich gegenseitig ergänzen. Das zeigt sich in der SVP beispielhaft. Ob Digitalisierung oder solides klassisches Handwerk, ob innovatives Start-up-Unternehmen oder Gewerbebetrieb. Beides hat Zukunft, wenn die Dienstleistungen gut sind und die Rahmenbedingungen stimmen. Unsere Landwirte haben mit immer mehr Preisdruck und bürokratischen Vorschriften zu kämpfen. Darum engagiert sich die SVP für Freiraum, wo Innovation und Unternehmertum ermöglichen. Einem, wo man das nicht zweimal muss sagen, ist zum Beispiel der Energielandwirt Armin Müller, ein Pionier auf dem Gebiet der erneuerbaren Energienutzung aus Biogas und Photovoltaik. Seit ihrer Gründung ist die SVP eng mit der Landwirtschaft verbunden. Es verbindet tiefe Wurzeln, auf die wir stolz sind. Eine produzierende Landwirtschaft und einen starken Bauernstamm mit Zukunft, dafür kämpft die SVP. Für den Kanton Luzern sind gesunde Bauernbetriebe besonders wichtig. Sie versorgen die Bevölkerung mit frischen Produkten und sind wichtige Konsumenten und Abnehmer vom Gewerbe. Starke Bauern garantieren unsere Unabhängigkeit und Ernährungssouveränität. Zu der SVP gehört eine Vielzahl an aktiven Mitgliedern der jungen Generation. Eine davon ist Rahel Schneider aus dem Wahlkreis Entlebuch. Weil die Politik von heute vor allem auch die Jungen betrifft, ist sie der jungen SVP beigetreten. Zusammen mit vielen weiteren Jungen macht sie die Zukunft der Partei aus. Die Jungen in der SVP mischen sich ein und reden eine klare Sprache. Zum Beispiel gegen Gewalt im Ausgang, für das duale Bildungssystem mit einer starken Berufslehre, für eine konsequente Ausländerpolitik und gegen den EU-Beitritt der Schweiz. Mehrmals im Jahr trifft sich die kantonale Delegiertenversammlung. Sie setzt sich zusammen aus Mandatsträgern sowie Vertretern der Orts- und Wahlkreisparteien. Sie ist das oberste Organ der SVP Kanton Luzern und befasst sich mit Abstimmungsvorlagen, ergreift Referenden und Initiativen und nominiert Kandidaten für die kantonale Regierung und nationale Mandate. Demokratie ist in der SVP das oberste Gut. Was die Mehrheit entscheidet, das gilt. Ein wichtiger politischer Arm der Partei ist die Fraktion im Kantonsrat, im kantonalen Parlament. Seit 2015 stellt die SVP mit 29 gewählten Volksvertretern die zweitgrösste Fraktion im Parlament vom Kanton Luzern. Da werden Gesetze gemacht, zu denen sich die SVP im Auftrag von ihren Wählerinnen und Wählern aktiv einbringt.
Die Volksvertreter von der SVP kämpfen wie Löwen für starke, eigenständige Gemeinden, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, die Verteidigung von der Tiefsteuerstrategie und gegen einen aufgeblähten Staatsapparat. Einer der grössten Erfolge der letzten Jahre war die Verhinderung der Steuererhöhung im Jahr 2017. Dank der SVP bleibt Ihnen am Ende des Monats also mehr im Portemonnaie. Seit 2015 ist die SVP mit dem Paul Winiker aus Kriens wieder in der Kantonsregierung vertreten. Zu seinem Verantwortungsbereich als Vorsteher vom Justiz- und Sicherheitsdepartement gehört der Schutz und Sicherheit der Bevölkerung sowie die Gewährleistung von Ruhe und Ordnung, aber auch strafrechtliche Massnahmen sowie die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Der Paul Winiker ist bereit, seine Arbeit weiterzuführen. Bei den Nationalratswahlen 2015 ist die SVP erstmals zur wählerstärksten Partei vom Kanton Luzern geworden. Sie ist mit dem Felix Müri, dem Franz Grüter und der Yvette Estermann im Nationalrat vertreten. Dort setzen sich unsere Volksvertreter beharrlich für die Interessen von unserem Land ein. Für eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung, für mehr Bürgerfreiheiten, für tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben und gegen den schleichenden EU-Beitritt, der uns mit dem EU-Rahmenvertrag droht. Im Kanton Luzern und bei der SVP daheim. Ob Schaffer in den Gemeinden, in den Ortsparteien, als Gemeinderats- oder Kommissionsvertreter, ob Richter, ob Mitglied im Motorradclub, ob Jodler, ob Sportler, ob im Brauchtum oder als Weltenbummler, alle fühlen sich bei der SVP wohl.